Sieht das nicht geil aus? Heute gibt es mal Hash Brown Fries. Hört sich sehr englisch an, kommt auch aus dem Englischen. Denn Hash Browns kennt ihr selber. Das deutsche Pendant sind Reiberkuchen, Reiberdachi, Schreibt es in die Kommentare, wie man das Zeug bei euch nennt. Aber ich mache aus dem Zeug heute mal Pommes, also Fries. Und das, was ich brauche dazu, ist, naja, ganz einfach, eine Küchenmaschine. Und wir brauchen natürlich 1 Gramm Kartoffeln. Die habe ich jetzt nur im Wasser gelagert, damit die nicht braun werden, die Jungs. In diesem Fall sind es sogar festkochende Kartoffeln. Und weil ich festkochende Kartoffeln habe, oder jetzt in diesem Fall habe, werde ich dazu noch ein bisschen Kartoffelstärke nehmen, weil ich gerade keine mehlig kochende Kartoffeln habe. Aber wir testen uns da mal durch. Aber als allererstes würde ich sagen, schnitzeln wir die Dinger, also reiben wir die Kartoffeln mal. In diesem Fall nehme ich jetzt hier einmal so ein innenliegendes Messer, damit ich das schön klein bekomme. Und einmal hier so eine Reibeschale, damit ich das Ganze wie gehabt hinbekomme. So, das da drauf, Deckel drauf und dann geht es auch schon los. Ja, wie man unschwer erkennen kann, ist das ja sehr schön klein gehäckselt, aber es ist natürlich auch noch sehr viel Flüssigkeit drin. Aber das kann ich umgehen, indem ich jetzt einfach eine Schüssel nehme, ein sauberes Geschirrtuch. Und dann kann ich diese, ich sage jetzt mal Pampe, die ist jetzt ein bisschen feiner, als ich das normalerweise bei Reibekuchen mache. Aber das ist ja auch so gewollt, denn wir wollen ja daraus Pommes machen. Aber das Vorgehen im Prinzip ist genauso jetzt wie bei ganz herkömmlichen Reibekuchen. So, Handtuch ist gefüllt. Wie gesagt, nehmt ein sauberes Handtuch. Wir kochen die auch immer aus, also ganz wichtig. Und jetzt sieht man schon, dass da schon einiges rausfließt. Und jetzt einmal richtig quetschen. Und in meinem Fall sehe ich nämlich schon die Kommentare wieder, dass einige sagen werden, da muss die Flüssigkeit auffallen während der Stärke. Nein, die Stärke nehme ich gleich noch zusätzlich. Weil viele sonst muss ich jetzt hier so lange warten. Jetzt kann hier mein ausgepresstes Zeug hier rein in die Schüssel. So. Und dann gebe ich dazu jetzt, das ist jetzt hier immer fast so wie Kartoffelbrei. Wie gesagt, ich habe es absichtlich sehr klein geraspelt. Jetzt kommen dabei 2 Eier. Einmal. Zweimal. Und jetzt einmal das Ganze vermengen kurz und dann kommt da jetzt gleich mal eine Kartoffelstärke rein. Und von der Kartoffelstärke, ich habe jetzt hier ganz normale Kartoffelstärke, da mache ich jetzt so 1-2 Esslöffel rein. Wie gesagt, das wird so Pi mal Daumen, ist einfach nur zur Bindung. So, 1-2 Esslöffel und einmal verbinden. Und sich jetzt fragt, zu Recht fragt, wie kriege ich denn aus dieser Pampe jetzt Pommes hin? Ja, ein ganz kleiner, aber feiner Trick. So. Obwohl ich bin überlegen, ich glaube, ich mache da noch so ein bisschen Parmesan rein. Das gibt nämlich auch noch mal so ein bisschen Bindung. Und jetzt haben wir natürlich eine breiige Konsistenz und deswegen müssen wir das Ganze jetzt mit einem kleinen Trick etwas, damit wir es auch in Pommesform bekommen, lösen. Und zwar habe ich jetzt ganz normal so eine kleine Schale, wo ich jetzt einfach Backpapier reingemacht habe und werde jetzt diesen Teig hier reinmachen. Dann das Ganze so Zentimeter Dicke ungefähr ausbreiten. Brauche ich gar nicht die ganze Schale. Möglichst gleichmäßig, dass ich so einen Zentimeter habe. Wie gesagt, weil die Pommes sollen ja auch ein Zentimeter werden. Ein bisschen begradigen das Ganze hier. Aber das sieht schon ganz gut aus soweit. So. Damit ich dann da gleich Pommes rausschneiden kann,
packe ich den Mist jetzt, sage ich mal, in den Froster, so für eine Stunde circa. 2 Stunden sind jetzt ungefähr vergangen und schauen wir doch mal nach. So, da haben wir hier unsere Teigmasse. Schön hart geworden, jetzt nicht zu hart, aber auf jeden Fall einigermaßen hart. Die Seite. Und zwar ist jetzt so hart, dass ich halt gut schneiden kann. Jetzt schnitze ich mir im Prinzip Pommes daraus. So, da wären sie, unsere Pommes, unsere rohen Pommes vor allen Dingen. Bestimmt auch ganz geil, wenn man viel vorbereiten will, weil die Portion natürlich sehr übersichtlich ist. Aber Fritteuse ist am Start, Fritteuse glüht hoch oder fährt hoch und ja, schmeiße da mal rein, die Dinger. Und jetzt können die Jungs zum Schwimmen in die Fritteuse. Ja, schon leicht angetaut, aber das macht gar nichts. Hinein. Fertig. So, Pommes mit Salz drüber. Schwenken. Also, ihr hört, noch knuspriger geht nicht. Nicht wirklich. Ihr seht aber auch, dass einige hier zusammengepappt sind. Also da muss man wirklich aufpassen, dass man die einzeln in die Fritteuse reinbekommt. Aber die sind, ja, vom Geschmack her. Alter Verwalter. Ja, also bombenhart von außen und von innen. Unfassbar. Der Aufwand, na, ohne Witz, der Aufwand, der lohnt sich 1000%ig. Ich habe auch nie so knusprige Pommes von außen und so leckere Pommes von innen gegessen. Klar, es geht in Richtung Reibadachi, Kartoffelpuffer, bla bla bla. Aber mega. Aber als Tipp noch mal. Aber Fingerblecke. Hier habe ich ja die rohen Pommes im Prinzip. Und das Problem ist halt eben, sobald ich die jetzt hier schneide, werden die natürlich immer weicher. Und dann fallen sie auch irgendwann auseinander. Das heißt, ich würde im Prinzip empfehlen, wenn ich es jetzt nochmal machen würde, ich würde als erstes weich kochende Kartoffeln nehmen. Dann würde ich sie auch genauso machen, wie ich sie vorher gemacht habe. Dann würde ich sie einfrieren. Dann würde ich sie schneiden, also in einzelne Pommesstreifen. Und dann würde ich sie nochmal einfrieren. Weil das Problem halt eben ist, naja, die Konsistenz. Das heißt, durch die Weichkochenden, die haben halt eben mehr Stärkeanteil, pappt das Ganze nochmal besser zusammen. Und wenn ich sie dann nochmal einfriere, also sprich einzeln einfriere, dann bleibt die Konsistenz auch länger, ja, so wie sie sein soll. Und der Vorteil ist halt eben, wenn man mehr auf Masse machen will, wie gesagt, jetzt ist ja jetzt nur eine kleine Portion, so Kilo Kartoffeln jetzt hier nur, dann kann ich auch viel größere Mengen machen, weil ich ja viel mehr Chargen einfrieren kann. Also sprich, wenn die dann einzeln geschnitten sind, kann ich die einzeln abfüllen. Kann sie auch noch, naja, ich weiß nicht, wie lange halten Kartoffeln im Forster? Keine Ahnung, lange. Dann habe ich immer welche frisch dabei. Also. Aber wie gesagt, das Ergebnis davon, den Dingern, alter Verwalter, unfassbar. Und die sind immer noch mega knusprig. Und geil aussehen tun sie auch noch. Unfassbar. Oh, lecker. Unfassbar. Ekelt das. Willst du nehmen Video? Ja, lecker wieder. Alter, egal. Unfassbar. Und wie lange die kosten? Und habe jetzt schon hier Fotos gemacht mit meiner Scheiße. Alter. Also immer noch unfassbar knackig. Berichtet mal. Oh. 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 Oh.